Ladies and gentlemen, welcome to the show. Welcome to the show, Star Wars Show. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Star Wars Show, zur deutschen, bei Ultra HD, Web TV, YouTube-Kanal, ARD, ZDF, Funk. Euer Captain Rex hat was zu sagen. Euer Captain Rex, euer Uli, hat jetzt wirklich was zu sagen. Meine lieben Freunde, bleibt dran. Hat nichts heute mit Star Wars zu tun. Dass ihr trotzdem es sehen könnt beim YouTube-Kanal Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV, weil ich heute euer Captain Rex mal richtig die Telekom aufräume. Die Telekom, die euch demnächst alle verarscht, wie die wollen. Ja, die verarschen euch. Geht kein Weg dran vorbei. Ich spreche jetzt die Jugend an, weil die älteren Leute schauen sich das nicht an. Die älteren Leute sind hier an der Theke. Ihr seid hier bei Ultra HD Web TV. Ihr seid hier im Medienhaus. Im freien Medienhaus. Das gibt es schon. Seit 1979. So, lange Rede, kurze Sache. Es geht um die Telekom. Meine lieben Freunde, euer Captain Rex ist richtig sauer. Viele Bürger stehen hier an der Theke und erzählen mir was von der Telekom, von Unity Media, ach, wie die alle heißen. Meine lieben Freunde, am 10.10. hat die Telekom allen Bürgern sozusagen gekündigt, die analog oder nicht in ihrem System passen. Die Telekom will unbedingt im Jahr 2018 alles digitalisieren. Meine lieben Freunde, wenn man alles digitalisiert, passiert genau das, was jetzt passiert, zum Beispiel bei diesem Helm. Drücke ich einen Knopf, habt ihr natürlich die Sprache durch das Mikrofon. Ja? So, mache ich den Knopf weg, wie bei der Telekom, ist alles futsch. Ich hätte jetzt natürlich machen können. Ich mache euch eine super Sendung. An alle, entgeht euch, im Notfall machen wir einen Flash. Im Notfall machen wir einen Flash und dann gehen wir mal alle Mann zur Telekom und sagen denen dann, hey, ab nach Bonn. In Bonn war eh die bessere Stadt. Ich bin ein Adenauer-Kind, bin 60, habe eine Firma seit über 40 Jahren und langsam die Nase dick. Ihr wisst, 30 Jahre für Star Wars gearbeitet, ja, in der PR-Abteilung, ja, für Karstadt gibt es nicht mehr. Ja. Die anderen gibt es ja auch alle nicht mehr, Werte, wie die alle geheißen haben. Aber 30 Jahre, ich hatte heute war Karstadt-Treffen, wirklich, die alten Rentner waren hier. War eine wunderbare Geschichte, der eine war 30 Jahre dabei, der 40 Jahre, 25 Jahre, ich war 30 Jahre dabei. Ja? Und war eine tolle Geschichte. Ich war von 75 bis 2005 bei Karstadt involviert, war zusätzlich selbstständig und zusätzlich WDR und zusätzlich noch Star Wars in der PR. Ne? Es gibt so PR-Leute wie ich, die da Promotion machen, bin Filmemacher. Ich habe auch gerade hier noch live, ihr seid live dabei, habe ich noch ein Gespräch. Muss mal eben gucken, mit wem das hier war. Muss mal eben gucken. Also ich bin gerade vernetzt. Also ich habe ältere Leute, die abgezockt wurden durch die Telekom. Ja? Man hat denen einfach die Rente abgebucht. Der hat überhaupt keine Telekom. Ja? Ich habe mit dem jungen Mann hier gesprochen. Der hatte mir gesagt, ich verrate jetzt keine Namen. Weil ich bin aber selber involviert, deswegen mache ich das. Es geht jetzt gleich um euren Captain Rex. Also die Telekom verarscht hier uns. Die machen das ganz raffiniert. Auch die FDP will ja alles digital haben. Mit dem Freundchen werde ich auch noch reden. Ich gehörte mal lange zur FDP. Auch die Linke, ich habe mit Politik gar nichts mehr an den Hut, weil wir, meine lieben Freunde, egal wen ihr wählt, hört bitte auf mit diesen drei Buchstaben AfD und so ein Scheiß da. Ich nehme jetzt mal die Wörter im Mund. Na, wir machen jetzt mal Jugendfernsehen hier bei Funk. ARD, ZDF hat ja den Funksender zwischen 14 und 24. Ich räume jetzt auf, nehme jetzt alle. 0 bis Doppel 0. Also Kloake. Zack, mit wem rede ich gerade hier? Ich bin sauer. Ich mache jetzt hier eine Spontansendung, weil wir, also ich habe jetzt so viele Leute, die sauer sind auf die Telekom, weil die Telekom uns abzockt. Ich habe es nicht geglaubt, ja doch, bei mir sogar extrem, ja bei mir extrem. So, ich habe gerade hier noch ein Gespräch wegen Außenaufnahmen, wegen einem Western. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, ich habe nur so ein schönes Bild, da muss ich mal drauf gehen. Ich habe jetzt keine Zeit, weil ich hier mitten im Fernsehen bin. Ich nenne jetzt auch keinen Namen, die junge Dame weiß Bescheid, dass sie jetzt hier, ich schreibe auch eben, dass ich in den Aufnahmen bin. Ich habe jetzt auch keine Chance, ich hole noch Schauspieler, das kommt noch alles. Ich habe jetzt auch keine Lust, den WDR zu involvieren. Ich übernehme das ab sofort, Ultra D, Web TV, Uprom TV, Du bist TV. Leute, ihr habt euch den Falschen ausgesucht. Ihr habt euch den Falschen ausgesucht, ihr habt Schaden verursacht. Und das werde ich aufdecken.
vor laufender Kamera, nicht nur als Onkel Rex hier, sondern auch, ich sag ihr nur, ich melde mich gleich. Ihr sollt sehen, dass das alles live ist. Ich möchte, dass ihr wisst, dass hier nicht gelogen wird. Bei Ultra-HD WebTV wird überhaupt nicht gelogen, hier wird aufgedeckt. So, wie gesagt, ist live, ist kein Thema, könnt ihr alles sehen hier. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Bin im Messenger, Facebook und so weiter. Bin lang genug dabei. Ja, seit 1995 CeBIT haben wir online. Und dann haben alle gelacht, ja. Wir mussten extra mit AOL arbeiten, weil Telekom nicht in der Lage war. Telekom ist bis heute nicht in der Lage, ordentlich zu arbeiten, ordentliche Leitungen zu legen. Ich kann euch das alles im Green Room zeigen, was hier abgeht. Nicht nur in der Firma läuft schräg, werden da einfache Leitungen hingeklatscht, ja. Nein, auch zu Hause. Meine lieben Freunde, ich komme nach Hause und hatte da mein Gerät. Ja? Hatte mein Gerät. Es ist natürlich alt. Ist richtig. Ist alt. So, das ist das 723 VTP. Ist jetzt kein Scherz. Durch einen sogenannten Impuls, weil das ja hier über Service geht, hat man mir das gute Gerät geschrottet. Die Telekom hat durch einen Impuls mir das Gerät geschrottet. Das haben sie nicht nur einmal gemacht, das haben sie schon mal gemacht, deswegen weiß ich das. Das ist ganz raffiniert, ja? So, jetzt bin ich hergegangen, habe mir natürlich Neues geholt, ist jetzt da angeschlossen, habe ich gekauft, ist klar. So, ich dann die gewisse Nummer angerufen, hat das Gespräch auch aufzeichnen lassen und so weiter und so fort. Ja, wisst ihr, ich habe jetzt sogar habe jetzt angeblich 249 Euro offen, obwohl alles bezahlt ist. Ich kann es ja beweisen. Das Schöne daran ist, dass man das ja auch beweisen kann. Denn Behauptung, meine lieben Freunde, darauf komme ich gleich. Behauptung ist die neue Realität. Nur die Realität ist keine Behauptung, denn sie muss ja auch bewiesen werden. Es gibt ein Rechnungsgesetz, das greift im Jahre 2019. Bis dahin kocht euch jeder ab. Jeder. Die Strom, also Strom, oh, das wird noch richtig lustig. Meine Lieben, ich weiß. Ganz ruhig, ganz ruhig. Vor allen Dingen die jungen Leute, die alles besser wissen, alles besser können, sie können. Ja, sie leben ja nur. Sie leben ja nur davon. Oh, wer guckt denn noch so eine Scheiße? Hör mal, ARD, ZDF ist doch scheiße. Telekom, hör mal, bist du bescheuert mit der Telekom? Hör ich mir jeden Tag an. Ich höre mir jeden Tag an. Meine lieben Freunde, ich bin seit 40 Jahren. Ja, sie hat keine App. Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Na? So, wie gesagt, ich bin hundertprozentig vernetzt, seit 1966. Seit 1966, ich wiederhole es noch einmal. Mit Zuhilfenahme von Maschinen auf einem sogenannten Datenhighway wollte ich einen Kiosk haben. 1975 habe ich es nach vorne gebracht, bis 1975 hat jeder gesagt, bist du plemplem. Ich komme aus dem Hause IBM Siemens, wollte ich mal klarstellen, IBM Siemens als 10-Jähriger war ich beim Onkel und Opa, die damit involviert waren, waren die Techniker, die flogen überall rum. Es gab nur 8 Geräte. Das hier war ein Traum. So, meine Familie würde sagen, ist nicht so einfach. Aber ihr seht jetzt so eine Art Spin-Off. Ihr seht die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Meine lieben Freunde, ist ganz einfach. Die hohen Herrschaften, politisch und so weiter, auch die EU-weit vor allen Dingen, also diese grauen Eminenz, hört mir auf, ihr wisst, also ich höre mir das jeden Tag an, ich lese das bei Facebook. Also ich habe ja gesagt, dass ich eine Filmaufnahme habe, aber ne, das ist okay. Okay. Ja. Melde mich gleich. So, ich fange gleich an. Also, was ist los? Also, die Telekom hat ein Gerät geschrottet, ist kein Tipp. Also, wenn euch das passiert, wenn euch der Router abkackt, wenn er weg ist, kriegt ihr einen Impuls und dann ist das Ding weg. Ist kein Scherz. Kann sich jetzt in die Stromdose. Ich war gerade, ich habe viele Beweise, ich habe sehr viele Beweise, das Gerät ist hinüber. Das geht nicht mehr. Keine Chance. Kriegst du nicht mehr an. So, ich habe Neues geholt, das funktioniert ja auch. Na? Das funktioniert auch. Und, ja, hier leuchtet es grün, zu Hause leuchtet es weiß. Okay, machen wir dann. Machen wir. So, es geht hier um Western. Erkläre ich euch in einer anderen Sendung. Jetzt erkläre ich euch,
Also ihr seht das spontan. Ich bin heute mal nicht, bin hier in der Star Wars Lounge, weil ich hätte jetzt auch einen anderen Drehort nehmen können. Ich hätte das jetzt auch sachlicher vortragen können. Aber ich bin wirklich involviert. Ihr wisst, dass ich immer arbeite und wie gesagt Filme drehen. Es ging gerade um Western. Ja, klar. Dan van Husen wollte ich nur noch auf dem Weg grüßen. Dan van Husen, das ist ein uralt Spaghetti-Western und so weiter. Erkläre ich euch dann später auch einmal. Na? So, wie gesagt, Dan van Husen ist momentan in den USA. Und wie gesagt, einige wollen Western drehen, einige Drehbücher liegen vor. Hat jetzt aber nichts mit der Telekom zu tun, denn die Telekom hat dieses eine Gerät einfach mal eben per Impuls geschrottet. So, das geht wirklich nicht mehr. So, also habe ich ein neues, das ist ganz raffiniert. Hast du die Rechnung nicht bezahlt, ob es stimmt oder nicht? Es liegt hier eine Behauptung im Raum. Es liegt hier eine Behauptung im Raum. Der Schriftverkehr, der wird noch lustig werden. Und wie gesagt, also momentan ist ja nur Politiker, hier, ey Leute, meine lieben Politiker, lasst es sein, ihr wollt und nur den, ach komm, mit mir nicht, in Ordnung, ich habe damit nichts zu tun, ich bin raus aus dem Kram da, nur, ich bin euer kleiner David, bin euer kleiner Stachel ab sofort ist Krieg, echter Krieg, es reicht, die Leute so abzuziehen, die Leute zu Verkackeier verstehen, die alten Menschen, Unity Media, jeden Tag hier Ärger, Vodafone, jeden Tag hier Ärger, Strom ist das Beste, Strom ist das Allerbeste. Ja? Da werden Behauptungen in den Raum gestellt, da werden 2 Monate einfach nicht geliefert. Ich habe hier tonnenweise, diese Kunden wollen jetzt nicht vor die Kamera, aber es kann kommen, dass die Kunden so sauer werden, dass jeder hier vor die Kamera kommt oder dass jeder hier mal schreit, nicht nur an den WDR. Vielleicht schicken wir das Ganze mal an den WDR. Aber der WDR kann ja genauso wenig wie wir. Wir sind Journalisten, wir sind ausgebildet, wir haben auch Jurist gelernt etc. Wir haben das alles studiert, aber wir dürfen nicht helfen. Wir sind Medien. Aber wenn die Medien selbst angegriffen werden, die Leute, die da sitzen, können auch nichts dafür. Ja? Die machen ihre Arbeit da. Ich habe das jetzt aufzeichnen lassen, nur ich kann es ja beweisen. So, die Telekom sagt immer schön, dass sie da sind. Da kriegt man so ein Wahnsinns-Ding hier, Magenta für zu Hause. Ja, all solche schönen Sachen. Nur, da gibt es auch Girokonten, wo drauf steht, da steht drauf, dass sie am 6.7. abgebucht haben. Da kriegt man aber eine Rechnung von 170 Euro. Am 14.7. hätten sie nicht abziehen können. Am 6.6. 83,22 Euro hier abgebucht. Und am 3., wohlgemerkt, am 3.6. wurde dieses gute Stück ins Leben gerufen. Ja? So, die Recherche hat ja ergeben, dass bezahlt worden ist. Das interessiert die aber nicht. Die haben einfach abgestellt. Macht ja nichts. Meine lieben Freunde von der Telekom, ihr könnt so viel abstellen, wie ihr wollt. Dann gehe ich auf Sendung. Wenn ich ein Paratensender wäre, ach, da waren noch schöne Zeiten in den 70ern. Kennt ihr auch, also die Jugend zwischen 14 und 24 kennen es nicht. Wir hatten Piratensender, die... Leute, wir hatten allen Spaß. Wir hatten so viel Spaß. Wirklich. Habt ihr nicht. Ja, wir hatten noch Telefonzellen. Wir hatten noch Post. Ich meine, habt ihr alles demnächst nicht. Ihr habt ja bald Roboter. Und vor allen Dingen habt ihr dann digital. Die Welt wird digital. Ihr wisst aber gar nicht, meine lieben Freunde zwischen 14 und 25, die Sendung Funk bei YouTube sehen, dass ihr abgezockt werdet. Nicht nur, dass man einen Impuls sendet, damit so ein Gerät zerstört wird. Die sollen nicht sagen, das ist nicht, das ist so. Wir haben genügend Beweise, sonst würden wir das jetzt hier nicht veröffentlichen. Also, wir haben zum Beispiel 100er Mbit-Leitungen bestellt, kriegt man gar nicht. Wir haben Glasfaser bestellt, kriegt man gar nicht. Wenn ihr die Sendung, wenn ich Zeit habe, lege ich euch die Originalbilder jetzt hier auf den Greenscreen. Wie hier gearbeitet worden ist. Ja, die haben hier gearbeitet unter aller Würde, Ehrenwort, haben auch sofort 133 Euro bekommen, sofort. So, aber man hat um Kulanz gebeten und gesagt, ey Leute, ihr habt hier reichlich viel, ne, hier TNT war da, könnte ja sein, dass einer von der Telekom kommt und das macht, das weiß ich nicht. Ich bin von TNT Störung. So, dann rief der Sekretär vom Chef persönlich der Telekom an
Also, wenn ich ein Video mache, meine lieben Freunde, dann dürft ihr glauben, dass das alles echt ist. Ich kann euch die Verträge zeigen, ich kann euch die Abrechnung zeigen, ich kann euch auch die E-Mail zeigen. Sowas kriegt ihr dann von TNT. Ne? Ich will hoffen, ein bisschen lesen können. Sowas bekommt ihr von TNT und vom Chef persönlich, sein Sekretär. Das ist die Telekom. Und dann behaupten die, die Störung wäre behoben. Die Störung ist bis heute nicht behoben. So, und den anderen habe ich auch noch nicht gespeichert. Den muss ich noch speichern. Ja, ich werde mich mit dem Sekretär unterhalten. Und zwar geht das geht jetzt nicht nur zum WDR, da wird jetzt richtig lustig, weil wir sind seit 75 eine Mediengesellschaft, wir haben viele Filme gedreht, ihr wisst genau, die Sendung gibt zwar nicht mehr, aber wir waren mit dabei. So, hier ist immer noch Filmpool, Filmpool und Komparsen.de. Filmpool und Komparsen.de sollte euch ein Begriff sein, die machen ja Sendung. Und da können wir ja auch mal mit Blaulichtreport. Also wir können da ein Riesenskript drehen. Da wird noch sehr lustig werden. Im Notfall bezahle ich den ganzen Quatsch. Das soll mir egal sein. Also, nur Blaulichtreport und so weiter. So, es wurde zum Beispiel eine Kündigungsbestätigung, der Media Receiver 300 wurde gekündigt. Dann wurde ein altes Schätzchen, wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so ein altes Schätzchen hatte. Hatte ich aber. Ich hatte noch so ein altes Schätzchen, der hieß Media Receiver 303 SW. So, am 17.8. wurden die. Und dann wurden die mir gut geschrieben. Ich habe nie eine Gutschrift bekommen. Ich habe ja hier alles liegen. Ich habe hier das schöne Ding hier. Ich habe ja alles hier. Ich habe alles hier. Ich habe auch nicht das, was die Leute mir am Telefon erzählen. Am Telefon erzählen die mir unheimlich nette Sachen. Ja, hier rumgekrakelt da und so weiter. Also ich kann nachweisen, dass bezahlt worden ist. So, rechnen kann ja auch jeder. Wenn da so krumme Zahlen kommen, wie 170 Euro hätte man nicht bezahlt, geht ja gar nicht. Weil laut Vertrag, und jetzt die Rechenkünstler bei euch, 54,95 für Telekom, 54,95, macht nicht 170, ist klar. So, dann hat man ja natürlich Big TV für 19,95 und dann hat man den Receiver für 4,95. Macht circa 79 zerquetsche, richtig? Runden wir auf, 80. So, wenn man zweimal angeblich 80 Euro nicht bezahlt hätte, hätte man eine Rechnung von 160. Ne? Man kann ja rechnen, ja. Aber man kriegt ja 170. So, 170 klappt auch nicht, weil dann kommt so ein Spruch, ja, da kommen noch Verzugszinsen von 3 Euro. 3 Euro bei 80 sind 160 plus 3 macht 163, nicht 170, 19. Ja? Plötzlich hat man 117, 19 da. Ja? Am 7.7., ja, also am 6.6. wurden 80,22 Euro bezahlt. Dann hauen sie am 7.7. minus, am 13. wieder plus, am 15.8. auch 83. Ja, 83, 80 und 80 ergibt auch keine 170. Also die gesamte Rechnung ist falsch. Ist eine Rechnung falsch im Rechnungswesen, ja, das gibt es ein Gesetz drüber. Und 2019 wird es richtig bunt, weil dann greift das Gesetz, das Rechnungsgesetz. Ist in einer Rechnung irgendein Fehler, dann ist die ganze Rechnung falsch. So sieht's aus. Ja, das ist kein Scherz, das ist so. Wenn ihr jetzt mir hier nicht glaubt, euren Captain Rex hier in seiner Star Wars Lounge, dann glaubt wenigstens dem WDR oder ARD, ZDF. Ich meine, ich weiß, Lügenpresse, mittlerweile hat keiner mehr Interesse darauf. Das ist ja alles gewollt. Es ist doch alles gewollt, dass ihr ARD, ZDF nicht mehr mögt. Ja? Es ist gewollt, dass ihr die Telekom nicht mögt. Weil auf eine Art holen die sich das Geld ja doch. Seht ihr ja, wie einfach das ist. Man behauptet einfach, man sendet einfach eine Rechnung. Und wenn man sagt, hör mal, das stimmt nicht, kappen die einfach einem das Gerät. Dann hauen die dann Impuls rein, ist das Ding weg. Ja, das Ding ist weg. Weil hier unten ist ein Service. Hier unten ist ein Service. Da kriegt ihr die Software aufgespielt. Ja, so. Und wenn die Telekom Bock hat, dann macht das Peng. Und dann ist das weg. So, jetzt muss man das natürlich beweisen. Man kann es beweisen, meine lieben Freunde. Glauben nicht. Aber es geht der Beweis. Ehrenwort. Sprecht mit einem Monteur, sprecht mit einigen Leuten. Ihr glaubt gar nicht, was auf euch zukommen wird. Mir ist es auf eine Art egal. Ich bin alt.
Ich reg mich ja noch nicht auf. Ich bin nur sauer darüber, dass ich belogen werde. Und wenn ich belogen werde, gehe ich von der laufenden Kamera und sage, liebe Telekom, ihr belügt die Kunden, ihr belügt mich als Kunde, der auch schon fast 40 Jahre dabei ist und bei der Telekom bleibt. Natürlich hätte ich jetzt vor Wut alles hin, machen ja viele Kunden. Viele Kunden, boah, die rächen sich auch. Und dann sind sie in der nächsten Falle, bei der Vodafone-Falle. Die kaufen sich da auch gegenseitig auf. Ja, ihr wisst es, die grüne Leitung, die gelbe Leitung, den Slogan hier und so weiter. So, es gibt angeblich Business. Habt ihr euch schon mal bei der Telekom den Business-Katalog angeguckt? Ich kann euch nur sagen, ich habe mit den Monteuren gesprochen, wir werden alle als Privatleute werden wir gehandelt. Auch die Big Business. Die Superreichen gucken jetzt nicht zu, weil die Superreichen kochen ja gerade. Es gibt nur drei verschiedene Arten von Menschen. Drei verschiedene. Einmal die geboren werden, um Rechnungen zu zahlen. Die haben das große Glück. Ja? Die zahlen Rechnungen. Ja, die haben kein Glück, die sind die Pechvögel, weil sie nur Rechnungen zahlen. So, in der Mitte, die hier, das sind die Typen, die Rechnungen aufstellen. Das sind die glücklichen Menschen, die nur Rechnungen, Mahnungen, Lügen und so weiter. Ist so. Wir haben ein erstklassiges System. Ja, ein kaputtes. Wir haben ein total kaputtes System. Dieses System ist marode. Nicht nur da oben bei den Politikern, sondern komplett. Ja, die Politiker sind Marionetten, die durch Lobbyisten... Stellt euch mal vor, ein Politiker kommt nicht auf euch zu und will jetzt eure Stimme haben. Nein, ein Politiker kommt auf euch zu und hat überall, wie so ein Formel-1-Fahrer, die Lobbygeschichte an seinem Revers. Meine lieben Freunde, ihr wüsstet sofort, wen ihr wählt oder wen ihr nicht wählt. Das sind Lobbyisten. Das sind Menschen, die zu einer Lobby gehören und von dort aus bezahlt werden. Frau Hannelore Kraft zum Beispiel, wenn ihr euch da mal interessiert habt, die ist weit, weit, weit in Gremien. Die verdient so viel Geld, die braucht das gar nicht mehr. Und die ist jetzt auch weg vom Fenster, ruckzuck. Sie weiß ja, was es bedeutet, Industrie 4.0. Die Industrie 4.0, meine lieben Freunde, sind zwei Drittel von euch, die keinen Job mehr haben werden. Ich hoffe, in 25 Jahren ist es soweit. Dann wisst ihr, vielleicht gibt es dieses Video in 25 Jahren noch, dann könnt ihr euch fragen, wer war das denn? Das ist euer Captain Rex von Star Wars, der 30 Jahre für George Lucas gearbeitet hat. Das ist ja alles bewiesen. Ich habe die Verträge ja da. Wir haben die Firma etc. Wir sind eine Medienfirma. So, noch einmal. Ist der Knopf an? Habt ihr Fernsehen? Habt ihr Telefon? Ist der Knopf aus? Habt ihr kein Telefon? Ihr habt gar nichts mehr. Null. Nada. So, und das wollt ihr? Ich bin eine analoge Person. Analog. Ich lebe in einer analogen Welt. Tiere sind analog. Alles ist analog. Wirklich. Der ganze Planet ist analog, er ist natürlich. Er ist natürlich entstanden. Einige müssen glauben, damit sie es verstehen. Andere aus der Welt der Wissenschaft wissen, wie alles geht. Es gibt jetzt ganz verschiedene. Ich habe ja gesagt, es gibt noch so einen Typ, so einen Zweifler, der alles anzweifelt. Die Erde ist flach. Das geht nicht, dies geht nicht, jenes geht nicht. Meine lieben Freunde, es geht alles. Ihr müsst es nur wollen. Wir alle leben, ja, warum leben wir eigentlich? Wir leben an sich durch zwei Leute, die sich geliebt oder nicht geliebt etc. Zwei Personen sind einander, miteinander und irgendwann nach 9 Monaten sind wir erschienen und so weiter und so fort. Wer natürlich Glück hat, zu den Leuten gehört, die Rechnungen schreiben können, die sind glücklich. Rechnungen schreiben und zu dieser Klientel gehört, wie koche ich den Bürger ab? Der Bürger wird abgekocht, jeden Tag kriege ich das mit. Ja? Wir sind ein Medienhaus, Copyhaus. Wir haben damit zu tun. Wir sind reine Dienstleister. So, das hier kriegt ihr alles bei Amazon. Das braucht ihr hier niemals kaufen. Ihr könnt euch das anschauen, habe ich nichts gegen. Ihr könnt auch diesen Helm anschauen, den kriegt ihr jetzt bei Amazon für 89,95. Hat uns 109 Euro gekostet zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn brauchten für unsere Filmaufnahmen. So, das ist Kulisse. Wir haben von verschiedenen Künstlern haben wir die Sachen. Und die hängen hier und wenn die dann nach und nach mal verkauft werden, dann müssen wir uns eine neue Kulisse ausdenken. Das war gerade das Gespräch wegen dem Western, weil es gibt ja Western, wo man drehen könnte, aber der Preis ist natürlich heiß. Drehen ist teuer geworden, alles ist teuer geworden. Die ganzen Schauspieler, sprecht mal mit den Filmpool-Leuten, die für Filmpool arbeiten, Blaulichtreport und so weiter und so fort. Auch der WDR arbeitet mit gewissen
Komparsen, die euch Geschichten. So, ich bin eine Live-Person, ich bin eine echte Person. Mir gehört das Ganze, bin der Chef persönlich, mache die Regie, Dramaturgie, wie auch jetzt diesen Videoclip. Ja, ich habe mich jetzt aufgeregt, das war zu lang, ich hätte nur sagen können, die Telekom zockt ab, reicht. Nee, eben nicht. So, die zockt ja nicht ab. Die zockt nicht ab. Abzocken ist was anderes. Das ist ein Plan. Das ist ein Systemplan. Versteht ihr? Ein Systemplan. Bis zum 10.10. werden alle gekündigt, weil die jetzt digital haben wollen. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, sie sind überheblich. Sie sind gewaltig überheblich. Sie sind weit, weit oben. Sie meinen, sie können alles, dürfen alles. Ja, das sind Anzugsträger. Ich kann auch meinen Anzug, ein Armani, der hängt im Schrank, kann ich auch. Ich kann jetzt mit Schlips und Kram, mache ich irgendwann mal. Aber ich finde es albern. Ich bleib so, ich bin ein Normaler. Also ich will mich gar nicht mehr aufregen, wisst ihr? Ich habe einfach keine Interesse, von dieser Firma abgezockt zu werden. Aber das ist ja nicht nur sie, sind ja alle. Alle zocken ab. Ob das Telekom ist, ja? Ob das RWE ist, also Strom, die Stromanbieter. Meine lieben Freunde, wir sind circa 89 Millionen hier. Wir sind hier in NRW über, hier in der Stadt 560.000. Hier im Umkreis sind es schon 6.000 SGB, arm, älter und so weiter. Also überall kann man sehen, wo sind wir denn? Was ist denn los? 98 Geschäfte haben schon geschlossen, weil Amazon andere Preise hat. Ihr verändert euch. Ihr wollt digital. Ihr merkt aber nicht, in welche Falle ihr reingeht. Ja? Von 1975 bis 1995 wurde natürlich gelächelt darüber. AOL ist weg. AOL hat auch mit einer Medienfirma gearbeitet und wollte da was machen. Ja? Die Kirchgruppe hatte da was vor. So, alles weg. Google hat, also vorher hat Bertelsmann alles aufgekauft. So, die Kaufhäuser sind weg, Karstadt und Co. Alles, was gut war, also alles, was normal war, ist weg. Jetzt haben wir Malls, wir rennen, die Jugend rennt ja nur noch so rum. Ja, die rennt nur so rum. Ja? Oder die haben die neuesten, dann muss man ja auch zeigen, oh, ich habe die Version 8. Die Version 8 hat dann einfach mal einen anderen Stecker bekommen. Das heißt also, wenn man mit S4 arbeitet, hat man den Stecker. Wenn man mit S6 arbeitet, hat man noch Glück. Aber ab S8 hat man den Stecker. So, und dann kommen natürlich die mit S8 rein. iPhone. Kostet mal 13, 1400 Euro. Oder, ne, ihr wisst schon. Wir leben also in einer Welt, sowas wie mich. Also ich bin ja nun mal eine Firma an sich und das ist an sich mein Beruf. Ich hätte jetzt einen Schauspieler nehmen können, ich hätte jetzt einen Schauspieler hier engagieren können. Wir hätten jetzt eine tolle Geschichte hochfahren können, aber ich zeige euch mal live. Ich zeige euch das jetzt mal live. Ich hätte jetzt auch live filmen können, live mich auf und so weiter. Will ich gar nicht. Ich habe jetzt gar keine Lust da. Schaut es euch in Ruhe an. Die Telekom, alle zocken euch demnächst ab, digital. Man hat einen ordentlichen Vertrag nach dem Rechnungsgesetz, ja, Vertragsgesetz, und man hat auch bezahlt, ja, und die behaupten, man hätte nicht bezahlt. Stehen aber wie Zeugen Jehova an der Tür und sagen, bleiben Sie bei uns. Sie kriegen 590 Euro, wir kriegen, ne? So, du wirst überredet, dass du bleibst bei der Telekom, so, dann hast du ein oder zwei Jahre Ruhe, und in Wirklichkeit, wenn du das siehst, wie die da abgerechnet. Du zahlst 80 Euro, aber die rechnen 18,20 Euro ab, zum Beispiel. Also die Rechnungen stimmen nicht, das stimmt nicht, die stimmen nicht. Denn das sind die Meister, die euch demnächst am Wickel haben, digital. Wenn wir nicht schleunigst wieder analog bereitstellen, ja, nicht nur das, auch die anderen, also alle, die damit zu tun haben. Das ist ein Riesensystem, was demnächst da abläuft. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Bitte macht, was ihr wollt. Ihr dürft auch wählen, wen ihr wollt. Und tut es dann bitte auch. Und lebt dann auch bitte damit. Ja? Ihr werdet den Systembruch nicht ändern können. Geht nicht. No change. Weil ihr müsst die hier erziehen. Ihr müsst die Telekom erziehen. Ihr müsst die Anbieter erziehen. Tut ihr aber nicht. Ja? Ihr seid alles so Lemminge, ja, die da über die Klippe springen. Ich werde mir das Spielchen jetzt hier lang genug angucken. Ich habe genügend Beweise, ich habe genügend Kunden. Also mich, wer mich anfixt, muss dann damit leben, weil dann wird er zu Captain Rex. Er wird zu Captain Rex und ihr kennt Captain Rex, ob die Rebels sind oder die Klonkrieger. Er wird zu Captain Rex. Da kennt er nichts, da wird er sauer. Und der macht dann bestimmt nicht solche Videoclips, sondern ganz, ganz andere.
Ja, ganz, ganz andere. Problem ist halt nur, wir auch vom Sondersender NRW-TV, das NRW-TV gibt es auch nicht mehr, aber uns gibt es immer noch den Sondersender, den NRW nicht, aber Sondersender NRW, Ultra HD, Web-TV, Uprom TV, ne? Astra 98,5, Du bist TV, ne? Uprom TV, wird nur nicht drüber gesendet im Moment, aber ist noch eingespeist. Denn es kostet ja, habe ich ja gerade schon mal erklärt, Kirchgruppe 1995 nach der CeBIT, das sogenannte Web-TV. Ja, Stefan Raab wollte zuerst Miet und dann doch nicht. Es hat alles schon seine Gründe, dass gewisse Entertainer von der Bildfläche verschwinden. Sollte man auch mal recherchieren. Warum gehen die alle? Warum haben die keine Interesse? Weil die wissen, wie stark alles abgezockt wird durch die Digitaltechnik, durch Industrie 4.0. Zwei Drittel verlieren ihre Jobs und ein Drittel werden dann vielleicht Arbeit haben. Und es wird nicht einfach werden. So, wir wissen das alles. Ja? Wir haben 3 bis 4 Berufe und so weiter. Wir werden erpresst. Ich werde jetzt erpresst. Ich soll angeblich 249 Euro nicht bezahlt haben, was gar nicht möglich ist, weil die Gelder sind auf dem Konto. Ist auch nachgewiesen, dass dort es gab einen Fehler, richtig? Eine Person ist verstorben. Eine Person ist verstorben und somit wurde dieses Konto dann gelöscht. Und dann hat man da hingeschrieben, meine lieben Freunde, wegen eines Todesfalls müssen wir jetzt auf ein anderes Konto gehen. So, und seitdem ist Ärger. Es hat vorher keinen Ärger gegeben. Wirklich nicht. Absolut. Ja? Nicht nur, dass die Person verstorben ist. Nein, man hat auch Ärger jetzt, weil man hat den ja geschrieben. Man hat ja gesagt, hey, ne? Also ich mache diesen Videoclip. Aber ich habe genügend Schauspieler hier, denen das selbst passiert ist, ja, Dramaturgisten, Normalbürger, ja. Ich meine, wenn mir der Kragen platzt, dann mache ich die Wahnsinnssendung, eine Spezialsendung und lade die ein, ja, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir haben alle Papiere da, die können hier eingesehen werden, die können sich die Papiere angucken, ja. Es kann es nicht sein, es kann es nicht sein, ja. Da werden Behauptungen in den Raum geblasen. Behauptungen haben nichts mit der Realität zu tun. Ja, klar. Nicht nur die. Oh, nicht nur die. Oh, das machen andere auch. Ja? Bestes Beispiel. Eine Stromfirma hat geliefert. Ende des Jahres kommt eine andere Stromlieferung. Der Hauptlieferant, nämlich das RWE, heute heißen die ja Innogy, also da, wo ihr jetzt lebt, ihr müsst immer 16 Bundesländer, hier ist NRW, ich weiß jetzt nicht, wo ihr schaut. Also jedes Bundesland, wir haben 16, ist anders, funktioniert anders. Der SWR hat da auch so seine Spielereien gemacht, die jetzt beim Bundesgericht ganz weit oben angesiedelt sind, zwecks Prüfung. Man müsste auch das Digitale prüfen, das wird auch sicherlich irgendwann geprüft. Der Richtige ist noch nicht angefixt, versteht ihr? Wenn der Richtige angefixt wird, so ein Richter, na, wenn ich jetzt Richter wäre, oha, da wäre, ich bin jetzt nur Medienmacher, ja? Ich bin nur Filmemacher und das schon seit über 40 Jahren, mache diesen Videoclip. Ich mache halt nur diesen Videoclip und naja, 2, 3 schauen sich diesen Videoclip an. Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt Facebook alles da drunter dröselt. Ja, ist halt so die Facebook-Geschichte, die da drunter gedröselt wird, weil jeder weiß ja immer alles besser und so weiter und so fort. Nur, es kann ja nicht sein, dass wir uns nicht aufregen. Ich reg mich aber auf und ich reg mich halt videotechnisch auf. Ich hätte das auch sachlicher machen können, ich weiß gar nicht, wie lange das gelaufen ist. Ich habe jetzt halt eine Sendung daraus gemacht, die nichts mit Star Wars zu tun hat, aber auf eine Art doch. Meine lieben Freunde, ich mache das so Star Wars mäßig, versteht ihr? Ich bin Rebell, Imperial, keine Ahnung, vielleicht werde ich auch, ich hätte jetzt auch ins Kostüm springen können, ja, wenn ich hier Kylo Ren oder so. Hätten wir alles machen können. Aber ich habe mir gerade noch telefoniert gehabt und dann habt ihr ja gesehen, es ging hier um Western, auf den Gruß. Also auf dem Weg begrüße ich nochmal Dan von Husen. Könnt ihr alles bei Facebook oder recherchieren, Spaghetti Western. Er ist momentan, wie gesagt, in den USA. Wie gesagt, Filme drehen, das kostet Geld. Ich hatte vorhin noch Anfragen, es war ein lustiger Tag heute. Ich habe jetzt also ein paar Tage kein Fernsehen, stört mich nicht, ich mache mein eigenes Fernsehen, habe genug da, was ich gucken kann.
an sich bin ich auf Fernsehen gar nicht angewiesen, ich bin auch an sich auf gar nichts angewiesen, nur auf die Kommunikation. So, und diese Kommunikation ist heute digital, also bin ich auf irgendeinen Anbieter angewiesen. Somit, diesen Anbieter kann ich gar nicht oder dürfte ich gar nicht oder sollte ich auch gar nicht machen, ihn verärgern, weil, ne, kriegst du ja dann einen Impuls und dann ist der Receiver futsch. Der ist futsch. Den haben die, pow, ist so, nichts geht mehr. So war auch bei der Telekom, die haben es auch geprüft, ne? Ja, ist hinüber, der geht nicht mehr. Ja, so einfach ist das. Den gibt es auch nicht mehr, den 723V. Ja, ich meine, durch das Digitale weiß ja jeder, wo ich jetzt gerade bin, durch GPS. Ne? So, jeder weiß bei WhatsApp, dass ich gerade Video drehe, dass ich stinksauer bin, dass die Telekom mich über den Tisch gezogen hat. Die haben mich über den Tisch gezogen. Ja? Die behaupten 249, was nicht geht. Ich habe euch gerade die Preise genannt, passt irgendwie nicht. Ne? So, denn dieser Vertrag liegt ja vor, dann die Rechnung liegt vor und die Rechnung ist falsch. Die ist falsch, in der Aus Mickey Maus. Ne? Ja, wie gesagt, ich zahle das, ist in Ordnung. Ich hole mir das Geld aber auf irgendeine Art wieder. Auf jeden Fall, ja. Hier zum Beispiel, Geldstrafen für Angeklagte, die bewusstlosen Rentner ignorierten. Bewusstlosen Rentner einfach ignorierten. Das war hier in dieser Sparkasse, ist kein Scherz. Wir hatten hier in der Sparkasse, hier um die Ecke, ist ein Rentner umgekippt und die Leute, ja, lassen liegen, sind drüber gestiegen, waren sogar sauer, dass er da rumgelegen hat und haben ihr Geld abgezogen. In der Welt leben wir. Wir leben in einer sehr kalten Welt. Passt sie jetzt gerade, dass ich das bekommen habe. Der jungen Dame passt mein Beitrag. Und das war der Beitrag von, genau, RTL. Ja, Cobra. Ich fand den toll, den ersten Cobra-Film jetzt, Cobra 11. Ne? Und war gut gemacht. So ein Ossi übernimmt da wieder. Aber mir haben die Dialoge, Monologe und auch die Spritzigkeit halt gefallen. Wen haben wir denn hier? Das ist wie gesagt wegen den Western-Themen, kriegen wir hin, werde ich mich gleich drum kümmern, kein Thema. Also, wie die alle heißen, zocken euch ab, wenn ihr weitermacht, nur noch digital, ne? Ach, E-Mail, alte Leute haben keine E-Mail. Ich sollte gestern für eine ältere Dame einen Rollator bestellen bei der Firma Karstadt AG. Ja, die Dame geht zu Karstadt, wollte diesen Rollator kaufen, dann heißt es, nö, kriegen sie nur online. So, dann kommt die Frau zu mir, können Sie mir den bestellen? So, ich gucke mir das an. So, diese Frau braucht eine E-Mail. Diese Frau braucht ein Passwort. So, ich soll mir jetzt eine E-Mail ausdenken, ich soll mir ein Passwort ausdenken und ihr dann diesen Rollator bestellen. Meine lieben Freunde, das geht alles gar nicht so. Die Dame, ne, so. Jetzt haben wir den Enkel dann wenigstens involviert. Der Enkel wohnt aber nicht hier. Also macht sie eine Fernreise. Diese Oma macht eine Fernreise zu ihrem Enkel und bestellt dann ihren Rollator. Weil der Enkel hat ja E-Mail, der Enkel hat ja auch ein Passwort. Ey, so, also digital. Macht weiter so. Ich muss schmunzeln gerade, weil ich das ja jeden Tag hier habe. Jetzt gerade bin ich halt selber wegen meinen Kunden. Mache ich an sich Videos, jetzt mache ich selber, weil ich habe den Beweis. Ich habe den Beweis, dass mir die Maschine einfach, bing, die geht wirklich nicht mehr, ist vorbei. Ich habe hier eine neue, dadurch weiß ich es, ja. Durch die neue weiß ich, dass da was nicht in Ordnung ist. Und das hat alles noch ein Nachspiel, ein gewisses Nachspiel, im absoluten Notfall juristisch und weit öffentlich. Ich lasse mir das nämlich alles nicht so gefallen. Absolut nicht. Ich werde morgen dann wieder hier sitzen im Studio und werde dann mal den Herrn mal wieder anschreiben. Mal gucken. Na? Der Sekretär wird ja dann wieder zurückschreiben. Ich bin verwundert. Der Sekretär ist verwundert, dass das so aussieht, wie das aussieht. Ja, das ist der andere Fall. Und dann mal gucken, ob er sich wundert über den Fall. Ja, also ich mache den Fall öffentlich. Alle, die Stress haben, könnt unten drunter schreiben. Alle, die noch mehr Stress haben, können vorbeikommen. Wir haben ein Riesenstudio, wir können drehen, wir hören uns das an, wir recherchieren aber erst. Erst recherchieren, wir brauchen es schriftlich, wir brauchen die Beweise. Ja, wir brauchen die Beweise. Und dann können wir, wie gesagt, wenn wir die Beweise haben, legen wir los. So, ihr konntet hier im grünen Bereich schon einiges sehen. Und wundert euch, wie das aussieht. Ja,
So hat die Telekom gearbeitet. Ja, die Telekom kündigt einfach alle. Ja, schaut euch den WDR an. Der WDR hat darüber berichtet. Mehr als einfach. Es gibt einige, die haben gar nichts. Also die können da machen, was sie wollen. Die sind auch darauf angewiesen. Und es wird lustig. Es wird lustig. Wir alle sind demnächst abhängig von solchen Unternehmen. Die sagen, sie freuen sich, dass du da bist. Sie freuen sich, dass sie dich abzocken können. Sie freuen sich, dass sie dir die Geräte kaputt machen können durch Impuls. Ja? Und ihr seid dann die Armen. Mir ist das alles egal. Ich habe jetzt mein Alter. Ich habe so viel erlebt. Ja? Ich habe so viel erlebt in den 50, 60, 70er Jahren. Habe zwischen den 80 und 90er Jahren auch eine Menge, aber ging so. Und aber ab 2002 mit der EU, die Frau Merkel schrieb, und die meinte es ernst, wir sind ab sofort EU-Bürger mit der Integration Deutsch. Den Satz lasse ich jetzt einfach zum Schluss stehen, das hat sie wirklich, ich habe es auch schriftlich. Wir sind EU-Bürger mit Integration Deutsch. Ihr wisst, was auf uns zukommt. Ich habe viele Kunden, die finden das toll, dass wir amerikanisch werden. Die Amerikaner hatten das doch auch. Ja, aber die Amerikaner hatten aber auch einen Bürgerkrieg. Und dann Süd gegen Südstaaten, Nordstaaten. Ja, und wir machen Ost gegen West, oder wie? Ne? Wir machen wie die Amerikaner. Ja, wir machen eine kleine Revolution. Wir machen einen kleinen Krieg. Ach, herrlich. Und wenn, dann rufen wir Qing Hang Hang Fung an da in Nordkorea, Südkorea, irgendeiner in Japan. Ey, Leute, habt ihr Lust mitzumachen? Komm, wir machen ein bisschen Stress. Ja, wir machen ein bisschen Stress. So, und ich habe jetzt Stress genug gemacht. Und wenn den Videoclip euch gefallen hat, wie gesagt, wir helfen euch. Ne? Wir lassen uns das nicht gefallen. Euer Captain Rex marschiert und denkt dran, geht ein Knopf nicht. Habt ihr kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Doch, das Telefon hat letztens mit mir gesprochen. Oh, das Telefon hat mit mir gesprochen. Sie können jetzt nicht telefonieren, da Sie nicht online sind. Bitte drücken Sie den Knopf. Ja, dann gehst du zu deinem Router, drückst den Knopf, musst dreimal drücken, dreimal fünf Minuten warten und dann kannst du auch wieder telefonieren. Ich mach den Knopf wieder aus, denkt dran, euer Captain Rex meldet sich zum Rapport. Wie gesagt, das hat nichts mit der Star Wars Launch zu tun, das hat nichts mit Star Wars zu tun. Ich habe das nur so als Star Wars, ne, als Rebell habe ich echt Bock drauf. Ich habe echt Bock drauf, Rebell zu werden. Vielleicht machen wir so eine Rebelltruppe auf, vielleicht machen wir mal ein echtes Star Wars. Ich hatte heute auch so eine Esoterik-Dame da, die da esoterisch da gewartet hat, dass sie ihre Kristalle bekam. Mit den Kristallen des Universums sind wir ja alle verbunden und so weiter und so fort. Vielleicht hat ja der Schöpfer mich irgendwie heute auf den Weg gebracht, um euch klar zu machen, ne? Als Captain Rex mal drüber nachzudenken, was könnte es sein, wenn da irgendwann mal nichts mehr geht. Ja, stellt euch vor, ihr seid alle digital, alle, nur noch digital, ihr habt nur noch E-Autos, ihr seid nur noch digital, ihr habt nichts Analoges mehr und dann kommt so ein Typ da und behauptet, du hast deine Rechnung nicht bezahlt, nichts geht mehr. Schon mal drüber nachgedacht? Naja, lacht's mal.